So, weiter geht's heute mit der alten Bibliothek und wir machen heute weiter mit der Erkundung des Ostufers des Nils. So, da wir jetzt 24 haben, können wir bald schon wieder. Können wir bald Ptolemäus Faust jagen? Wieder sind wir mit 22. Ein bisschen darüber irgendwie, okay. Ich dachte, ich hätte hier einen Bekannten immer. Ich glaube, mein Boot aus. Ich fahre darüber. Quest haben wir einen Tempel gefunden, beziehungsweise in dieser Höhle. Feinde. Stirb endlich! Hey, was? Warum bist du hier? Weil es kann. Also müssen wir da unten rein, okay. Opfergampf ist weg jetzt. Ach, da unten ist eine Höhle. Ich vermute, dass da was in der Höhle sein könnte.
Oder auch nicht. Scheinbar scheint da doch in dem Ding da was zu sein. Das hört sich beabsichtig. Ich bin bewaffnet. Ich werde dir so sehr wehtun, dass die Götter Lieder über deinen Schmerz singen werden. Bleib friedlich, mein Freund. Ich bin doch nur neugierig. Es ist kaum noch etwas von Wert übrig. Die Schakale haben hier schon alles leergeräumt. Ich las von einer uralten Schlacht zwischen Mahes und Ochos. War das vielleicht hier? An diesem Ort hier starb Mahes im Kampf mit Baguas dem Eunuchen und Mentor von Rhodos. Vielleicht kennst du meine Version von Ma'ani Jehudi. Nein? Macht nichts. Weißt du, was aus Mahes Schwert wurde? Das Schwert von Ptah? Das sowohl Sahmet als auch Selket heilig sein soll? Nein. Aber wie gesagt, dieser Ort wurde längst geplündert. Die Banditen sind nördlich von hier. Von dort halte ich mich fern. Danke. Da gehe ich hin. So, erreiche die Banditenlager. Dann machen wir das doch mal glatt. Dann gucken wir uns das mal an. Die Räuber, die der Historiker. Wir haben es mal da oben rein. Okay. Na dann, machen wir das doch mal glatt. Das sind nur Pfeile, das sind krass. So haben wir das auch. Ich danke euch, teuerste Göttinnen. Damit werde ich den Glauben erhalten. So, damit ist die Quest auch abgeschlossen. Die alte Bibliothek. Das haben wir dann tatsächlich sogar in einer Folge hingekriegt. Okay, der ist dann doch umgefallen irgendwann. Gut. Dann verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und machen wir hier das Kurzversteck hier leer, ne? Würde ich sagen. Warte mal.